Hallo zusammen, herzlich willkommen hier zurück bei Divinity. Ich sitze neben einem Zwerg, sehr redselig. Und der quatscht hier rein, zickzack. Macht aber nichts weiter, also macht er nichts weiter. Und neben Minyas sitzt die Weberin der Zeit. Wir sind hier in so einer Art Verbindungswelt. Wir wissen genau. Es noch nicht ganz genau. Zeichnen die Zeit auf, der Teppich hat Risse, ne? Also ja, sie ist die Geschichte quasi. Also sie ist. Und wir haben eine neue Funktion dazu gekriegt, nämlich die Spaltreise. Mhm. Wer kennt sie nicht? Wir gehen jetzt nach Süsal ans Nordtor, oder? Ans Nordtor, würde ich auch sagen. Ja. Auf geht's. Also wir haben am Tatort letzte Folge halt so einen komischen Stein gefunden. Einen Sternenstein, wo etwas sehr Besonderes. Und diese werden auch benötigt, um überhaupt die Zeit weiterzuweben. Das ist recht komplex, müsst ihr euch anschauen. Ich glaube, also, der Verbindungsmann kommt. Ach, das wird er wohl sein. Ich begrüße Sie wieder in den Realm von Rivellon nach Ihren Travels durch die Chasms des Zeitraums. Nice to have found a shelter, okay. Wouldn't you agree? Where you can come to no harm. Ja, ja, mal gut. The Imp historian has told you about his agent on Rivellon, and that agent is I. So, that agent is I. Between me and Sir Zigzags, let us turn to the business at hand. Starstone. Hat er gesagt, the agent? Okay, komisches Englisch, aber das ist wahrscheinlich richtig. Ja gut, das erste so. Gut, würde ich sagen. Ja. And I'll be delighted to give it. Dark webs are being woven around these parts, and it is my firm belief, star stones are the flies the sorcerer spiders are trying to catch. Da hast du richtig geraten, mein Lieber. It can therefore hardly be a coincidence that Counselor Jake was a collector of the stones we seek. His foul murder and the plight of dying time must somehow be interconnected. Jake, der ermordet wurde, hat die Steine gesammelt. Mhm. Dann hat er wahrscheinlich auch dazu beigetragen, den Teppich wieder zu reparieren. That means the task you have been given remains crucial. Find the assassin that did away with Jake, for you're bound to stumble upon Starstone along the way. Hm. Ja, I met him first, a long time ago, out in the wastes of Yuthal Gore. He wondered aloud what on earth a cat was doing out there in the scorching desert, then shared what little food and water he had with him. Mhm. Haben sich in der Wüste getroffen. So I told him who I was and showed him my human form. Wie schlechter Witz, ne? Treffen sich zwei Leute in der Wüste. Ja, eine ist eine Katze, der anderen genommen. In the end he even shared his great sorrow with me. The unspeakable thing you saw through his looking lens. I was awed and frightened, but swore to help him in any way I could. As of now, that okay. Includes helping the two of you. Er hat praktisch ihm das Leben gerettet und deswegen ist er ihm dankbar. Das ist doch mal super. Siehst du auch den Handelsbeutel? Nein. Okay. Ich hatte das nur bei der Esmeralda bisher. Wir müssen mehr, weil er den Dialog führt wahrscheinlich. Was genau schön daran, irgendwann zuversichern? Das finde ich langweilig. Frage mich, schenkt ihr Worten Zigzag wirklich Glauben? Ja, da gehen wir jetzt mal von aus. Ihr habt herausgefunden, dass Jake die Sternsteine sammelt. While you were being lectured by our friend the historian and the grand dame of time, I snuck into his house and had a look around. Der hat unseren Job gemacht. Ich mag ihn nicht mehr. Being a cat, you know. You go Achso, als Katze, ja. With impunity. And sometimes the lady of the house even rewards you with a slice of fresh herring. That's where I saw them in a cabinet. Mere slivers, but specks of starstones nonetheless. They lay there, silent and innocent. Though bloody murder may have been committed in their name. Okay, ich sag jetzt, ich bin mal weg, weil ja, ist der Dialog und so. Ja, ich finde die anderen beiden auch jetzt uninteressant. Take this teleporter pyramid. Oh, klingt gut. A handy toy indeed that Zigzags asked me to give to you. You'll need the other one too if you want to make use of its powers, but alas, I seem to have misplaced it. Don't worry though. Use this one here and it'll take you straight to its twin. Hoffe, ich habe Platz im Inventar. Now that this matter has been settled, I shall detain you no longer. But rest assured, I'll do my share of hunting too. So if you spot a white cat during your travels,
Ja, wir sagen Hallo. Gut, Ende des Dialogs. Jetzt ist er auch schon wieder weg. Verdammt. Pyramiden stets in was stets ein Gegenstück zu dem. Öffne euer Inventar, benutzt die Pyramide, um euch zu gehen. Okay, was Inventar öffnen und jetzt dahin teleportieren. Warum denn dieses Pyramidenstück? Ach, da geht's noch weiter unten drunter, ja. Alles klar. Das Pyramiden-Ding. Okay. Bei mir ist es ziemlich weit unten. Pyramiden-Ding. So rot. Das Inventar ist größer, als es eingeblendet wird. Also man kann das noch, ne? Ja. Ich kann's ja scrollen. Okay. Das hast wahrscheinlich nur du. Dieses Ding. Okay, ich leg mir das mal in die Leiste. Und drück jetzt einfach mal drauf. Alter. Uff. Und weg bist du. Ja? Wo bist denn du, Schnucki? Irgendwo. Schnucki, was machst du? Ich hab einen Dialog. Genau, hier drin bin ich. Schatzi, Mausi, was machst du? Ich weiß nicht, ich bin hier rein. Hier ist auf der Map, südlich von dir. Südlich von mir? Ich muss hier reden mit Cecilia. Ich bin hier, hier ist jemand am Baden und ich hab gestört. Und, entschuldigen Sie, Lady. Beim Baden. Ja. Genau. Also ich bin da in der Cecilia und zuerst muss ich einen herumschleichenden weißen Kater verscheuchen und nun steht ein vollkommener Fremder in meinem Badezimmer. War nicht meine Absicht. Ich schwöre, dass ich die Kreatur umbringen werde, die mich hierher geschickt hat. Ich werde Fetzen reißen. Nee, einschüchtern nicht. Ah, hier ist wohl etwas wenig schiefgelaufen. Ich kann morgen eine Schichte zum Besten geben. Ich schmeichel jetzt, ja? Bei ja, ihr. Natürlich. Ja, so. Mach mal. Was? Ich muss jetzt schmeicheln mit Sternstein. Ich muss jetzt Schnick-Schnack-Schnuck spielen. Was ist denn das? What the fuck? Was ist los? Ich habe hier so ein Riesenvieh hier oben. Ich bin gerade im selben Haus wie du, aber eine. Also oben. Nein, sie hat mich platt gemacht. Die ist viel besser. Cecilia gewann die Diskussion. I don't know what you and that horrible little imp are planning, but leave my bathroom out of it. Dass ihr dieses schreckliche Straßenvieh vorhabt? Ich. Ja. Durch das. Seid ihr gegen. Legt sie Orten auf den Boden? Out now, if you please. Out now. This room is private. Sie ist nicht amused, dass ich hier den. Sie fand's nicht. Ja. Geh mal kurz. Ich kann mir schon vorstellen, wie es da bei dir ist. Ich spreche gerade übrigens mit der Bibliothekarin, die die Tochter des Bürgermeisters ist. Oh, kein Sinn. Ich muss hier irgendwie raus. Morgen. Ich komme hier nicht raus. was muss ich machen, dass ich hier wegkomme? Warte mal, ich sag jetzt auch mal zu ihr, ich bin da mal weg. Die Bücher kann ich jetzt nehmen. Warte mal, ich komme mal runter. Ah, hier geht's raus. Ich hab den Ausgang. Da bin ich. Für mich, ich bin hier an der Treppe. So, bin raus. Kannst du mal nach oben kommen? Ist auch ganz interessant. Es tut mir wirklich leid, ich habe dir immer im Baden gestört. Das ist überhaupt nicht in meiner Absicht. Keine Bücher? Und du gehst die Treppe, du bist die Treppe hoch? Mhm. Hä? Ich kann die Bücher jetzt mitnehmen. Rattenausrottung nicht. Philosophie des Todes kann ich nicht. Das ist die öffentliche Bibliothek. Ja, guck mal hier, was sie ist. Das ist eine Orkin. Schau mal. Ach ja. Boah, was Brüste. Ich hab gerade mit ihr gesprochen. Ich hab nichts gemacht. Ich schwöre dir, ich nehme nur die Bücher mit. Sie hat mir erlaubt, dass ich ihre Bücher lesen darf. Soll sie nur wieder hinstellen. Aber das verhandeln wir später. Okay. The lesser key of Sadakandras. Oh Gott, Leute, es ist viel zu lesen. Ich klicke das jetzt mal durch. The Encyclopedia Demonium. Also, ich habe jetzt einen Teleport-Pyramidenstein bekommen. Also zwei, einen blauen, einen roten. Und mit dem können wir uns praktisch hin und her porten. Wir können ihn irgendwo ablegen, weißt du, in einem Raum. Das ist gut. Und uns dann dahin porten. Vielleicht haben wir ja irgendwann später ein Häuschen oder so. Das wäre ja mal ganz praktisch. Die quatschen hier alle. Zwei Leute quatschen hier und du quatschst auch. Quatsch auch? Neues Rezept, außergewöhnlicher Dolch. Wieso? Ich lese gerade die ganzen Bücher. Habe ich jetzt getan, dass wir... Also, ich glaube, dass wir in einer gewissen Situation uns praktisch hin und her teleportieren müssen. Mhm. Dass wir das irgendwo rein müssen, was ablegen. Der. Anscheinend war das der Bürgermeister. Hier steht nämlich irgendwas mit Bürgermeister Cecil.
Sie ist hier die Tochter des Bürgermeisters. Okay, dann war ich bei der Tochter im Badezimmer schwierig. Wo bist du jetzt? Bist du noch oben? Ich habe ein Fähigkeitenbuch gefunden. Warte mal. Bist du noch oben? Bin noch oben. Ich blende halt hier gerade die Bücher ein. Ihr müsst einfach nur auf Pause drücken. Es sind kleine wie lange Texte. Außergewöhnliches Schwert. Okay. Ich lese das halt Gift, jetzt nicht Resistenz, vor. Neues Rezept. Okay, du liest jetzt hier alles durch oben noch, oder wie? Ich schlag bloß die Bücher auf. Okay. Polierte Lederrüstung. Glitterfall nicht gelernt. Eure Stufe ist nicht hoch genug. Schade. Schade, das muss ich mir mal hier... Leg ich mir mal hier so hin. Und hier ist das letzte Buch, was wir noch lesen können. Siehst ja, das gibt ja einiges, ne? Freude mit Flüssigkeiten. Super. Ein Feuerresistenztrank. Klingt doch gut. Ich hab Sachen gemacht und gelernt. Los, komm, jetzt komm mal runter. Also wir müssen zum Bürgermeister, wie es scheint. Och, hier ist doch Cecil. Guck mal hier. Das ist er. Hier sitzt er. So, dann hieß die Anna, hieß nicht Cecil. Okay, wir reden ihn dann. Ich habe ihn angesprochen. Nee, du sprichst ihn an. Ich auch. Okay, seine Ohren sind nicht mehr so gut. Alles klar. Erzählt mir, was in Cecil ist. Okay, mach ich. What? Es kann ja was werden. Very difficult times indeed. As though the death of Jacob by source magic events weren't enough. We're also facing all sorts of brutish intruders. The undead have overrun all but one northern trade route, while the orcs are making a habit of savaging our beaches. That's not to mention that at the top of this whole caboodle, there's rumors of some new religious sect or cult or Upsala, some such. Eine religiöse Sekte. Haben wir schon mal gehört. And while we're on the subject of troubles, I myself have a private matter I'd like to bring to your attention. It involves a magic relic I rather foolishly sought, a weapon called the Staff of Pergamon. Das ist ja interessant, was hat's denn damit auf sich? Wir können ja gleich das erste machen, aber ich würde sagen, erstmal den Stab. What of what now? You're speaking. Ach, der hört wirklich ganz schlecht. Ja. You mean the Staff of Pergamon? Yes, yes. I was expecting a shipment of weapons, and among the cargo was this very powerful, very rare staff. I managed to place the order through means somewhat atypical to a government official. Cecil proved an old fool, though, for the merchant slated to deliver it to me has just informed me that the damn thing has gone missing. I fear it may have fallen into the wrong hands. And I wonder if you could retrieve it for me. Das ist ja mal schön, eine neue Quest noch bekommen. Was wisst ihr denn über den Stab? The staff itself contains a shard of an ore, highly valued for its use in the weapons of war. I know use of the material to be forbidden, but I was desperate to do something to aid the townsfolk against the undead. Soll ich noch das erste machen oder Thema wechseln? Nee, wechsel mal. Okay, Jake's Mord. Jake murdered? Oh yes, yes, now I recall. Indeed, I could hardly believe it myself. The Counselor and I have certainly had our differences over the years, but old squabbles evaporate under such circumstances. Most of the townsfolk are certain Jake's wife Esmeralda is responsible. In fact, the Legion have taken her into protective custody to keep her safe from the mob. As you can imagine, I've known Esmeralda for years. That business between her and the Duke of Feral was always a bit suggestive. But I've never had cause to suspect her of violence. Still, one never knows for sure. Ja gut. Dann war's das, glaube ich, ne? Ja. Ich bin immer weg. Super. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass wenn man zusammenspielt, dass dann A nicht die Dialoge zentral startet, dass man das beides mitkriegt und auch nicht beendet. Ja, du musst immer auf das Öhrchen klicken, ne? Genau. Ja, aber dadurch kann man eben... du warst ja jetzt in diesem einen Raum eingesperrt, da konnte ich mit der Bibliothekarin dann quatschen, ne? Potatoes! So, wo geht's hin? Jetzt müssen wir eigentlich mal schauen, was wir noch offen Verbindungsmenü. Haben. Achso, das ist hier LAN und Dings, okay. Tagebuch. Oh Gott, da haben wir ja einiges. Cecils mächtiger Stab, der kopflose Nico.
Die Reise des Quellenjägers ist wahrscheinlich unsere Hauptquest, denke ich mal. Die Report am Pyramiden. Tagebuch. Das Tagebuch ist, glaube ich, nur. Hä, das sind die Quest? Abgeschlossene, ja, ich denke mal, abgeschlossene Ausblenden. Cecil bat uns den Stab. Das Perry. Wo hast du denn abgeschlossene Ausblenden? Ach, da oben. Ah, alles klar, sehr gut. Das heißt, wir haben neue Sachen zum Nico, zum Beispiel zum mysteriösen Mord. Da haben wir schon viel investigiert. Tag 1. Achso. Ich würde sagen, wir sind an dem Mord dran, oder? Ja. Drachenlager fort. Was war denn das mit dem Nico? Ach, das ist ein Buch gewesen, was ich da... Gut. Wie kann ich das denn aktivieren? Ich bin mir nicht sicher, ob das einfach nur die... Das ist Geheimnisse? Nee, Dialoge. Was sagt denn die Karte? Karte. Esmeraldas Laden. Ich würde gerne auch nochmal verkaufen, mein Lieber. Ja. Dann lass uns mal zu Esmeralda gehen. Ich habe die mal markiert. Mhm, ich auch. Dann lass mal verkaufen. Das wäre schon irgendwie... Können wir nicht auch verkaufen? Stimmt, Gemüsehändler. Klick mal. Nee. Ah, verstehe. Ich spreche mal meinen eigenen an. Mhm. Ja. Ich verkaufe jetzt erstmal. Der identifiziert mir auch Sachen. Für 66 Gold? 40. Gut. Nicht? Doch, ich habe die Armbrust identifiziert für dich. Sehr cool. Dann hätte ich gern noch das da. Das. Ich würde überlegen, was ich überhaupt verkaufe. Und das da. Lehrmeister, Telekinese, Lehrmeister. Einen Hammer behalte ich mal, wa? Ja, denke mal. Jetzt ist die Frage, was gewöhnlich, aber man sieht auch unten gewöhnlich und so weiter. Erstmal an der Ausrüstung. Die Angelruten kann ich zum Beispiel verkaufen. Knochenspezial. Was? Du Scheiße. Da krieg ich 3 Gold für. Das ist ja gar nichts. Sag mal. Da, diese Truhe hat doch gesagt, dass wir irgendwie den Bruder von der Truhe finden und so ein Kram, ne? Mhm, 4. 4 Brüder. Ja, okay, weil wir haben ja so viel Shit in der Tasche. Ja, wir müssen echt mal gucken, dass wir hier verkaufen ordentlich. Eine komische Muscheln, ich glaube, das weghauen. Braucht man das? Was, nichts im Gegenzug? Tauscht man nur ein? Kann ich nicht Geld für haben? Doch. Doch, Gold oben, alles klar. Aber das, ja, ich weiß noch nicht genau, was weg kann. Der Stern zeigt die Sympathie beim Händler. Ah, ich kann, umso öfter ich handle, umso mehr Sympathiepunkte kriege ich wahrscheinlich beim Händler und habe halt auch entsprechend besseren Deal. Ah, verstehe. Ich habe minus 15, du. Was hast du? 5 oder so. Die ganzen Bücher brauche ich ja jetzt nicht mehr. Backe, backe, Kuchen, es kann alles weg. Eine kurze Geschichte vom Quellenjäger, das behalte ich mal. Ich habe übrigens 2 Rucksäcke. Rucksack des Quellenjägers und Rucksack. Ja, genau. Du kannst halt in deinen Rucksack, das ist so ein Rucksack in deinem Rucksack, kannst du. Okay. Alte Stoffarmschienen brauchen wir, glaube ich. Ich habe eventuell eine Robe für dich noch. Eine Robe? Ich bin Ritter, hallo? Sieht doch nicht das Gleichchen an. Der Stern zeigt die Sympathie. Der mag mich immer noch weniger. Gut. Das verstehe ich gerade nicht. Ich könnte schwören, habe ich das eben verkauft? Wahrscheinlich ja. Dass ich eben noch was hatte. Was ich anziehen wollte. So, jetzt kann ich mal gucken. Ich habe halt einen Ring bekommen. Neu. Ives 18. Einhand. Was ist das? Einhand? Gibt es hier sowas wie Rückkauf? Oh, das kann sein. Weiß ich nicht genau. Nee. Aber es steht auf jeden Fall in seinem Inventar jetzt drin. Ne? Ja, das kann weg.
Ihren Dingsstab kann dann auch weg. Achso, du meinst, das, was ich verkauft habe, müsste jetzt auch bei ihm... Hammer, den Hammer behalte ich mal. Oh, Stärke. Ich habe da zwei Sachen für dich, zwei Ausrüstungsgegenstände. Okay, ich bin raus. Oh, warte ganz kurz, ich muss noch was verkaufen bei ihm. Zack, 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 zack. Dankeschön und tschüss. So, jetzt gebe ich dir erstmal deine entzauberte Armbrust. Das sieht so schön aus im Detail. Ja, total. Ich bin auch wirklich verzaubert. Ich kann mir die Karte angucken. Also weißt du, ich bin ja beim Händler. Mhm. Kann hier praktisch eine Karte, die sich an einem Ständer befindet, die so hoch aufgelöst und die ganzen Schnörkel da sieht. Lonesome. So, habe ich dir übrigens gegeben. Eine Rüstung aus, so eine metallene Rüstung. Hast du mir gegeben? Ja, und deine Armbrust habe ich dir gegeben. So eine richtig fette Armbrust hast du jetzt. Okay. Riftrolle des Regens, pack ich mir auch mal rein. Mir fehlen noch diese Waffensets, wie man das aus anderen Spielen kennt. Weißt du, was ich meine? Wo hast du die hin? Ich sehe doch da. An Minions Game kombinieren. Fisch. Bild. Das ist übrigens das Kombinierfenster hier. Aber wo? Den ganzen Schnickschnack kombinieren. Muss ich jetzt die Waffe echt austauschen? Das ist total schade irgendwie. Ich würde halt gerne... Du kannst bestimmt auch wechseln. Ja, das meine ich ja. Mal mit Tab. Nicht so eine Art 2? Nee, ich sehe halt keinen Slot. Ne, ich könnte jetzt hier die Armbrust... Die Gewandtheit ist nicht hoch genug für das Ding. Ja, das kann ich brauche sein. Eine 6er Gewandtheit und ich habe im Moment eine Gewandtheit von 5. Also beim nächsten Stufenaufstieg könnte ich dann die... Aber wie sieht's denn bei dir aus mit der Rüstung? Die muss extrem gut sein. Die war irgendwie was mit 58er Wert, Minjas. Achso, bitte Rüstung, sag mir, dass Rüstung, du die Rüstung, tragen Rüstung, kannst. Rüstung, Rüstung, da. Bitte sag mir, ja. Dass du die tragen kannst. Was hat sie denn für Werte überhaupt? Das habe ich gar nicht drauf geachtet. Stufe 5, ja, auf jeden Fall. Unverwüstlich, das heißt, dieses geht überhaupt nicht kaputt. Eigentlich ein geiles Ding habe ich ergattert, ne? Absolut. Wow. Du siehst immer alberner aus, weißt du das? Hallo? Ich bin der große, starke Ritter. Ja, vielleicht. Ich verkaufe jetzt die Rüstung. Ja, mach das. Ich glaube, ich bin dann soweit auch durch. Ich habe jetzt zwar noch ein paar Bücher, aber hey, was soll's. Ja, laber mich nicht zu. Ist gut. Kann man mal eine Frage an ja. meine Zuschauer oder auch an deine, kann man die Schlüssel verkaufen, die wir jetzt schon, irgendwelche Truhenschlüssel sind das hier, die ich noch im Inventar habe, kann das weg? Ist das Kunst oder kann das weg? Das wollte ich gerade sagen, ja. Merkwürdig. Wollen wir erstmal weiterlaufen? Ja, jetzt haben wir verkauft. Bin ja, ich bin nicht wirklich leer. Ich habe so viel Shit dabei. Ja, ich weiß auch nicht genau, was man was weg kann, ne? Ist hier ist noch was, siehst du das? Ja, hier ist ja auch Esmeralda. Vielleicht hat die was anderes im Angebot. Naja, also erstmal müssen wir mit dir reden. Die wird ja bewacht, die darf ja nicht. Oh, Entschuldigung, ich warte auf dich. Ich bin da. Mir ist so angekommen, dass ein Mann sogenannten Sternstein gefunden hat. Starstone? I've never heard of such a thing. Dear Jake had a mineral collection, yes. As far as I knew, it was one of his pastimes, nothing more. Do you mean to imply he collected something dangerous? Something that may have gotten him into trouble? Oh, this is all too much. I feel like I'm drifting from nightmare into nightmare. Mhm. Kann schon sein, dass der Jack das nicht wusste, was er da eigentlich hat, aber ich glaube, genau deswegen ist er umgebracht worden. Dann sprechen wir den Mord ihrem Mann, wa? Hm? Listen, if you're gonna accuse me of something, you would better find the evidence to back up your ridiculous claims. Na dann, Ort erzählen, wer seid ihr, ist doch auch... Wir haben doch mit der... Ich glaube, wir müssen nochmal zum Tatort und den Stein holen. Wir müssen nochmal zum Tatort. Okay, nee, lass uns das Thema wechseln, ich bin nochmal weg. Du meinst nochmal, okay. Ja, ich meine, wir sollten nochmal zum Tatort gehen. Siehst du den? Er ist hier Rathaus, oben gewesen. Rathaus. War das die Königskrabbe? Genau, Königskrabbe. Man kann seine eigenen Markierungen übrigens machen. Finde ich ja klasse. Die führen auch noch Dialoge, wenn du hier raus bist, ne? Ja, die quatschen immer so ein bisschen, ne? Das so RPG-Style. Lass dich davon jetzt nicht
verwuscht. Nee, 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 ich war nur irritiert, weil ich dachte, ich wäre noch im Dialog. Schneller als so geht nicht, die können nicht mal sprinten, wa? So, das ist auf jeden Fall hier drin und oben lag ja auch der Stein, der Sternenstein. Wenn den jetzt jemand mitgenommen hat, dann bin ich sauer. Wieso nee, bist du so schnell? Noch, er liegt noch da. Oh, ich weiß nicht, ich laufe ganz normal. Nimm den Stein mal mit. Ja, du, ich bin unterwegs. Bist du? Ich kann mir jetzt Sachen ranzappen, guck mal. Hier ist übrigens eine Truhe. Guck mal, hier Kissen und so ein Blödsinn kann ich mitnehmen. Mit Teleportation. Kissen, es sind Feder darin. Sehr gut. Verschlossen. Finden wir hier irgendwo einen Schlüssel? Ich kann die Kerzen ausknipsen. Immer dieses Dingens da weg. Warte mal, ist da drunter noch was? Nee, ne? Die ist einfach nur kaputt, diese Kommode. Ja, ja, die ne? ist, genau, die sind einfach die Türen rausgeschlagen. Okay, was ist mit dem Bett? Das kannst du benutzen. Okay. Weißt du, wenn du hier rumläufst, quatschst du im Blut rum. Ja, ich höre das auch so schmatzen. Hör mir auf. Hm. Schade. Okay, kannst du den Stein untersuchen? Den Stein, natürlich. Warte, den habe ich ja aufgesammelt. Kombinieren. Nee, er ist einfach. Er sieht aus wie so ein kleiner Diamant. Wie so okay. ungeschliffener Diamant. Ja gut, er sagt jetzt ein Splitter wahrscheinlich. Mhm. Er heißt einfach nur inaktiver Stein. Vielleicht war das auch nur so ein Teleportationsstein. Aber wo geht's denn jetzt bitte weiter? Na, wir können jetzt nochmal vielleicht mit dem Hauptmann quatschen. Aber wir sind beim Mord jetzt kein Stück weiter. Wir wissen nur, dass der Steine gesammelt hat. Was war denn hier eigentlich oben? Noch mal gucken. Ja, hier war der Raum, der nicht aufging, ne? Hier hinten hast kann du, man reingehen. Ja. Hast du denn einen Schlüssel noch? Kannst du probieren. An der Tür hier, wo ich stehe. Hallo? Warte, gehst du vorbei? Wo gehst du hin? Da hinten, hallo? Weil da hinten kann man rein. Ja, aber hier war doch die Tür, die verschlossen war. Kann man hier alles mitnehmen? Hallo? Ja, entschuldige. Können wir vielleicht mal die Tür aufmachen? Ich komme. Ja, Schnuckeleinchen, was willst du denn da? Die Tür? Probieren, ob dann eine Schlüssel passt. Also wenn es ginge, dann könntest du ja auch von mir aus den Schlüssel dann nehmen. Also okay. Wenn es bei dir nicht geht, dann geht's bei dann mir dann würde das automatisch anwenden. Mhm. Aber wo müssen wir denn hin, verdammte Axt? Hau jetzt nochmal im Journal. Also Esmeralda ist gelb. Das war sie eben auch. Und dann haben wir nur den Hauptmann Aureus und das Hauptquartier der Legion. Die sind gelb. Wieso ist eigentlich gelb? Ach, Questmarker, Ort. Ah, also die gelben sind Questmarker. Sag mal, dann haben wir doch mit der Esmeralda haben wir doch was nicht bequatscht, oder? Kann das sein? Dann fehlt vielleicht nochmal. Wir sollten mit dem... Ich schätze auch nochmal, dass wir mit dem Hauptmann quatschen sollten. Jetzt nachdem... Wir waren ja jetzt beim Tatort, haben das untersucht. Und haben den Stein gefunden. Ja, lass uns zum Hauptmann gehen. Ich meine, das ist ja schon jetzt ein Ermittlungserfolg. Naja, das ist schon geprahlt, aber ja. Hauptmann Aureus. Lauf mal hin, ne? Ups, bin wieder falsch. Ja, ich bin relativ langsam. Ich wisst man, weil man überladen ist, oder? Keine Ahnung, bist du's? Ich flitze dir davon. Miau. Gute Frage. Nee, nee, ich bin schon relativ gleich... Kann gleich schnell. Auch gleich dahin zoomen? Ja, das Ganze ist hier. Nee, falsch. Da muss ich hin. Ich bin jetzt mal markiert. Nimmst du jetzt eigentlich die Armbrust oder nicht? Wie gesagt, ich kann sie ja nicht tragen. Achso. Hm. Mir fehlt ja die Gewandtheit. Bin da. Dennoch. Ja. Der Hauptmann, wo ist er denn? Der war in seinem Zimmer, der war in so einem separaten Raum. Ach, da ist er. Ich warte auf dich. Jo, bin da. Mach mal die Ermordung. Mhm. Sag jetzt mal, was Esmeralda betrifft. If so, let's have it. Irgendwie nicht. Ja, wieso? If you must. Seht mir über die Meinung. Aru hat mir erzählt, ihr hättet einen Verdacht. Mach mal, ja. Das ist eine Sekte? Das ist jetzt aber wahrscheinlich was anderes. In the guise of a cat, licking God's nose, ja, bitte.
You'll be seeing flying carpets next. Das ist nicht richtig. Wir sind irgendwie nicht in der Hauptstory. Wir haben irgendwas übersehen. Hier ist ja... Okay, gut. Ich bin da mal weg. Ja. Hier ist doch noch... Hier oberhalb ist doch noch der Hauptquartier der Legion, das Studierzimmer. Arthurs Studierzimmer. Ja, hier sind ja auch diese Beweiskisten, aber da haben wir ja schon mal geschaut, da ist nichts drin. Das sind doch die Brüder, oder nicht? Sind das die nicht? Nein? Nee, das sind Beweiskisten. Okay, ich dachte, das wären die Brüder aus dem... Es macht irgendwas ein Geräusch. Ach, der Maschine hier. Ja. Ist ja abgefahren. Das ist Ahu. Hier, ich habe die zweite Teleporter-Pyramide in Cecilias Badezimmer gefunden. Ja. I'd never. Ja, Ahu. If you must know, I was merely checking up on Maxine, the mayor's cat. Natürlich. What a delight she is. The temperament of a tiger, the grace of a leopard and the manners of a lady all rolled into one. A perfect puss, if ever there was one. Soll ich noch was machen? Vielleicht das erste noch? Ansonsten? Nee, über ihn nicht. Nee. Lassen Sie bei Quellenjäger? Nee. Bin ich mal weg. Bin gerade sehr irritiert, dass man so wahllos ist. Weißt du, was ich meine? Also, dass man keinen Anhaltspunkt hat, wie es weitergeht. Ja. Tutorial-Protokoll. Ist noch ein bisschen schwer mit den Quests, aber da müssen wir uns einfach auch mal ein bisschen reinfinden. Ja. Vielleicht liegt dir das Geheimnis ganz einfach in weiß ich nicht was. Wir sind aber am Ende einer Folge. Ja, stimmt. Dann müssen wir das erst rausfinden in der nächsten. Auf die nächste. Ja, müssen wir dann verschieben auf die nächste Folge. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch das nächste Mal wieder mit rein bei Divinity mit uns beiden. Und wir sagen dann tschö. Bis Mittwoch. Tschö. Bis dann.